Über Schönheit lässt sich ja bekanntlich streiten, aber in der idyllischen Mainstadt Lohr sind sich die Bürger diesbezüglich mal alle einig. Das, was der Bildhauer Peter Wittstadt nämlich da für eine Skulptur in Auftrag der Stadt geschaffen hat, empfinden sie alles andere als schön. Viele, die die moderne Skulptur betrachten, die würden nicht im Traum darauf kommen, dass es sich dabei um Schneewittchen handeln soll. Man könnte fast meinen, die böse Stiefmutter aus dem Märchen würde dahinter stecken. Schneewittchen, die Schöne aus dem Märchen der Gebrüder Grimm. Zumindest wie der Künstler sie sieht. Zweifellos ein Kunstwerk, an dem sich die Geister scheiden. Hier aus der bayerischen Kleinstadt Lohr soll Schneewittchen ja angeblich herkommen. Ein modernes Denkmal wollte man ihr hier setzen. Doch das finden die Bürger jetzt alles andere als märchenhaft schön. Ich meine, das gehört nicht daher. Das ist ein Unding. Schneewittchen soll Schneewittchen sein. Für mich hat die Statue mit Schneewittchen nichts zu tun. Warum? Ich finde sie hässlich. Das ist eine einzige Katastrophe. Wie wollen Sie dem kleinen Kind, mit dem Sie durch Lohr laufen, an der Hand, wie wollen Sie dem erklären, das ist Schneewittchen? Peter Wittstadt, Bildhauer, Künstler, kann die Aufregung nicht verstehen. Immerhin hat er sich in einem Wettbewerb vor einer Fachjury durchgesetzt. Sein Werk ist klar durchdeucht. Er weiß, auf was es ankommt. Das Hohle zum Vollen oder das Weite, das in die Seite ragende zum Hohen. Also das sind Dinge, die man in der Bildhauerei eigentlich benutzt. Viel weniger noch als das Thema Schneewittchen, das kommt erst viel später. Schneewittchen bildlich ticken die Lohrer Bürger aber ganz anders. Sie wollen etwas mit Liebreiz, mit figürlicher Schönheit. Immerhin will die Stadt dafür 110.000 Euro hinblättern. Peter Wittstadt ist gekränkt. Er will nicht verstehen, dass sich Bürger öffentlich gegen sein Werk stellen. Einen Geschmack, eine Meinung kann jeder Bürger haben, aber muss man damit als Ungebildeter gleich an die Öffentlichkeit, also das ist so für mich mehr das Dilemma an der Sache, weniger der Angriff, den ist man als Künstler doch letzten Endes gewohnt. Die Bürger Lohrs stimmen angesichts der Abstraktion ein großes Wehklagen an und der Ruch von Steuerverschwendung wird laut. Der Bürgermeister, kein Freund vom modernen Schneewittchen. Eins kann man der Skulptur auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass sie belanglos wäre. Das ist sie sicherlich nicht, das zeigt die öffentliche Debatte. Und letztendlich ist es, glaube ich, auch ein gewisses Qualitätsmerkmal für Kunst. Womöglich landet Schneewittchen jetzt vor Gericht. Der Künstler pocht auf Recht und künstlerische Freiheit. Und es droht weiter Ungemach in Lohr. Wie es heißt, arbeiten Verkehrsverein, Tourist, Info und Werbegemeinschaft an einer eigenen Skulptur.